Moin Moin. Ich stehe heute, unschwer zu erkennen, schon an der Begrüßung in Hamburg und zwar in der Nähe von den Elbbrücken. Genau im Rücken von mir seht ihr die Golf Lounge. Das ist eine Driving Range, die befindet sich in Hamburg und die schickt sich an, den Nachwuchsgolfer zu finden. Und zwar mit dem Event Jagd den Tiger. Hier werden gleich 100 Hamburger Jungen und Mädchen auflaufen im Alter zwischen 8 und 10 Jahren und die werden an 5 verschiedenen Sportstationen beweisen, was sie so drauf haben. Dann werden 30 ausgewählt, die kriegen in den nächsten 3 Monaten noch ein Training und daraus bildet sich dann die Junior Academy. Was das ist und wie das alles in den nächsten Jahren noch vonstatten gehen soll, erkläre ich euch später. Aber jetzt gehen wir erstmal zu dem Ort des Geschehens und dahin nehme ich euch mal mit. So, hier sind also schon die ersten Casting-Teilnehmer angekommen. Wir gehen jetzt einfach mal in die Anlage und schauen uns schon mal um. Bis das Casting beginnt, haben wir noch 25 Minuten Zeit, die reichen mir. Das hier ist das Plakat, wo in den letzten Wochen und Monaten für diesen Event für geworben wurde. Euer Scout, der kümmert sich die ganze Zeit um euch. Kommt ein bisschen näher ran. So, wie heißt du? Alles klar. Dann kriegst du hier erstmal so eine Auswahl. Und dein Nachname? Peter. Dame. Bitte schön. Ja, Name, ne? Jetzt erklärt sie gerade, wie dieses Casting hier ablaufen soll. Ich werde gleich mal gucken, ob die Kids das auch verstanden haben und mal nachfragen. Könnt ihr mir sagen, was hier die Aufgabe ist? Ganz weit, soweit sie können. Und dann in diese ganzen Dreiecke, Quadrate. Und ihr glaubt, ihr schafft das, oder? Ja. Der Leo hat das eben schon super vorgemacht. Der hat eben schon 8 Punkte bekommen. Er dachte, dass eine Hüpfburg nur fürs Hüpfen gut ist. Er hat sich getäuscht, denn hier stehen nämlich all die Köstlichkeiten, die man beim Golfspielen zwischendurch noch verzehren muss, um so richtig gut abzuschlagen. Wer das längere Zeit macht, kommt wahrscheinlich auch ins Schwitzen und dafür ist das ganze Wasser schon vorbereitet. Bei der nächsten Außenstation angelangt und schwitzen auch alle schon ein bisschen, denn nach dem großen Regenguss ist es jetzt schwül, warm, aber sonnig. Und die Jugendlichen sind auf jeden Fall immer noch mehr als motiviert, hier ganz weit vorne zu landen in dem Castingfeld. Wir schauen einfach noch ein bisschen zu und sobald es was Neues gibt, melde ich mich. Und habt ihr vorher schon mal Golf gespielt? Ja. Und zwar Schulgolf und jetzt auch noch privat und am Dienstag Schulgolf und Donnerstag. Und was findet ihr daran so spannend? Was macht am meisten Spaß? Abschlagen. Putten. Mhm. Abschlagen auch. Einfach ein wunderschöner Sport. Wie habt ihr das gelernt? Also seid ihr zu eurer Mama gegangen und gesagt, Mama, ich will jetzt einen Golfclub und will Golf spielen? Wir haben
an unserer Schule Schulgolf. Ja. Und da war dann das Angebot, da durften nur 10 von unserer Klasse mitmachen. Und da bin ich dann Gott sei Dank drin. Bei mir ist es so, dass da war mal ein Golfplatz, da konnte man kostenlos spielen. Da habe ich zu meiner Mama gesagt, ich will da mal spielen. Da wurde mir gezeigt, wie ich den Golfschläger halten muss. Und dann auf einmal ging es die Butter runter. Und wir machen euch denn hier diese Ausscheidungsspiele, dieses Casting, macht euch das Spaß? Ja. Ja. Es ist auch nicht zu schwer? Nein. Eigentlich ganz schön leicht und ganz, ganz viele Sachen, die auch viel Spaß bringen. Ja. Okay. Und die Trainer, wie findet ihr die, mit denen ihr hier zusammen seid? Ganz nett. Nett. Ganz nett. Gut. Was hast du gesagt? Meine Sportlehrerin ist manchmal nicht ganz so nett. Ah, okay, gut. Gary, du hast jetzt heute die ersten Kinder gesehen, die jetzt trainiert haben. So dein erster Eindruck? Ja, muss man natürlich sehen. Das ist halt ein bisschen so eine mittelfristige, langfristige Geschichte. Aber ich denke mal schon, Kids also sind immer relativ talentbeladen. Und das muss man halt schauen. Also ich denke schon. Also die können jedenfalls sehr gut mit Regen umgehen, was wir auch gelernt haben. Aber naja, das gehört halt dazu. Und wenn dann solche Tage mal waren, wo die äußeren Bedingungen so hart waren, dann beißt man sich halt durch. Man spielt weiter. Es wird weiter gespielt, bis es kracht. Dann lass uns mal rausgehen. Ja, wir schauen mal, wie es den Kids jetzt geht bei den Regen. Noch nicht kracht. Genau, komm, lass uns mal gehen. Ja. Bleiben. Bist du hier? Wenn ich ausschule, war ich ja rechts vom Gewicht her. Und nach dem Schlag stand ich links komplett. Dein Lieblingsgerät beim Turnen? Boden. Bodenturnen. Das ist ein Flickflack. Echt? Cool. Gut. Gut, aber ich bin ja auch nicht unbedingt der, der das hier können muss. Wir haben ja heute hier das Casting gehabt von den kleinen Tigern, so nenne ich sie einfach mal. Genau. Hast du denn, Jan, bei dem Casting heute einige Jungs und Mädels gesehen, die sich dafür qualifiziert haben? Ja, also wir haben jetzt insgesamt noch keine Ergebnisse, aber man hat natürlich schon den einen oder anderen Blick gehabt dafür, beziehungsweise ein Talent gesehen. Also sind einige dabei, die auf jeden Fall das ganz gut gemacht haben, die sich gut angestellt haben und wo es sehr gut aussieht. Ja. Und die bekommen dann von euch eine Förderung über eine gewisse Zeit? Genau, das heißt, wir haben jetzt die 120 Bewerbungen gehabt. Und daraus werden jetzt die 30 Besten herausgesucht quasi. Und die bekommen dann jetzt ein Jahr lang kostenlos Training gesponsert. Dann wird ungefähr im August oder Oktober soll es eine Art Cut geben zur Platzreife, dass die also eine Art Ansporn noch haben. Und die haben das dann ein Jahr lang kostenlos genommen. Dann bin ich mal gespannt, wie sich die Jugendlichen hier im nächsten Jahr schlagen werden. Und sicherlich nur ich, sondern auch der Jan und die restliche Crew von der Golf Lounge wird ganz interessiert verfolgen, wie die Jugendlichen sich entwickeln. Und wir werden sicherlich mit der Kamera nochmal vorbeischauen, um euch auf dem Laufenden zu halten. Ansonsten werden wir gleich nochmal die Pressekonferenz sehen und deswegen gehen wir nämlich jetzt nach oben. Genau, da gehen wir hin. Bis später. Hallo Peter, hallo Gary. Eine Einschätzung des heutigen Tages. War es ein voller Erfolg trotz des Wetters? Also ich fange mal an. Wir hatten heute über 50 Kinder hier auf der Anlage und viele von ihnen, die noch nie Golf gespielt haben. Wir hatten die große Aufgabe, 50 Kinder auf verschiedenen Stationen zu testen, zu casten, rauszukriegen. Hat er Talent? Kriegt er von der Sportphysiognomie die Bewegungsabläufe so koordiniert, dass man sagen kann, jawohl, mit dem Jungen oder mit dem Mädchen kann man arbeiten. Es war durch den Regen gar nicht so einfach. Wir hatten am meisten Angst, dass wir vielleicht die Leute nicht mehr bei Stimmung halten können, aber das hat mit den Kindern gar nichts ausgemacht, es hat ihnen viel, viel Spaß gemacht. Und ich habe vorhin Gary schon gefragt, als alter Golfer,
wie du das bei dem schlechten Wetter erlebt hast, aber da kannst du wahrscheinlich von deinen eigenen Erfahrungen erzählen, wie man damit umgeht. Ja, man versucht halt, soweit es geht, trocken zu bleiben, aber natürlich geht das einfach nicht. Man muss sich einfach sagen, okay, ich werde halt nass, ich mache das Beste raus, warm bleiben und irgendwann geht es halt nun mal zu Ende. Ne? Also Regen hält nicht dauernd an und das war auch so, es war wechselhaft und man hätte vielleicht auch ein, zwei weniger Schauer gehofft, aber naja, man muss es halt so nehmen, wie es kommt. Die Kids waren echt, haben guten Ausdauer gehabt, soweit ich das mitbekommen habe. Es war sehr, sehr ausgeglichen, trotz Pausen und Schwierigkeiten mit dem Wetter und es haben sich alle gefreut. Ja, super. Wer hat das Training bzw. die Tests für euch konzipiert? Also der ganze Konstrukt ist natürlich von Timo Lehnert als Konzept aufgebaut worden, der da schon sehr viel Erfahrung hat. Den würde ich sehr gerne nachher auch nochmal dazu holen, weil er einfach da ganz speziell und sehr detailliert die Informationen geben kann. Für uns war es wichtig, hier ein gutes Setup hinzubekommen. Das heißt, dass wir die Koordination kriegen können. Wir haben die Jugendlichen alle auf der untersten Ebene platziert, sodass sie hier von Station zu Station hüpfen konnten. Und dass das reibungslos klappt. War eine Motivation zu spüren? Gab es Flow-Erlebnisse? Gab es eine Welle der Begeisterung für den Golfsport? Sag du, Marie. Ja, ich denke schon. Es wurden schon von den einzelnen Betreuern auch schon gesagt, dass man kennt es ja mit Kids und dass die Eltern da so ein bisschen pushen, aber dass sehr viel Eigenständiges auch dabei war, dass sie also wirklich selber wollten. Und das ist natürlich super, wenn man das erlebt. Ne? Also was für uns schön war, wir haben gleich am Anfang schon Feedback gekriegt von den Eltern, die gesagt haben, oh, meine Tochter, mein Sohn, der hat richtig Feuer in den Augen, den macht das richtig Spaß, obwohl wir eigentlich nicht die ganze Zeit Golf gespielt haben. Also Golf war eine Station, die aber dieses ganzen Wettbewerb als Challenger gespürt haben, gesagt, das ist super, das ist eine tolle Geschichte und die Eltern uns eigentlich gleich Feedback gegeben haben, wow, Golf ist ein Thema für uns. Ich glaube, nicht nur mein Kind, sondern ich selber bin dafür interessiert. Und da war auch mal das schöne Austausch. Gary hat also auch sich sehr viel auch um die Eltern gekümmert und da ein bisschen Werbung für den Sport gemacht. Und das gehört dazu. Sonst können wir das hier nicht etablieren. Wir müssen alle an einem Strang ziehen, sonst geht es nicht voran. Wo kamen die Kinder eigentlich her? Peter Merck, was... Ja, für uns war es ganz wichtig, Kinder zu haben, die noch nicht in den Golfsport so involviert waren. Und so haben wir versucht, über eine recht aufwendige Aktion die Kinder zu casten. Das heißt, wir haben im Vorfeld, wir hatten jetzt die 100 Jahre deutscher Golfsport in Hamburg, da haben wir an der Alster schon hier unsere Flugblätter verteilt und da war natürlich auch ganz normal unsere Fragebogen und Bewerbungsbogen dabei. Aber wir haben auch mit unseren Partnern sehr stark gearbeitet. Zum Beispiel in jeder Mercedes-Benz-Filiale war das Plakat ausgehängt. Es wurden die Mitarbeiter bzw. die Kunden angesprochen. Und da haben wir auch ein sehr großes Feedback bekommen. Genauso, was gut gelaufen ist, die Schulbehörde hat uns sehr, sehr viele Entrees in die Schulen verschafft. Wir konnten dort direkt in den Schulklassen werben. Die Barmer hat sehr stark für uns geworben, indem sie dort ihre Kunden angeschrieben hat. Und nicht zuletzt war Nike und Golfhaus ein ganz starker Partner, der uns in den Filialen und in den Geschäften dafür geworben hat. War eine super Geschichte. Also die Golf Lounge als Bildungseinrichtung sozusagen. Ja, wir wollen natürlich versuchen, dass die Jugendlichen da einen Weg finden zu diesem interessanten Sport. Und was er für Facetten hat, ich glaube, das kann Timo am besten alles erläutern. Einerseits Tests, was Golf im Allgemeinen angeht, was Talent angeht und andererseits gab es so sportphysiologische Tests. Können Sie uns dazu kurz zwei, drei Sätze sagen? Ja, Golf ist ja grundsätzlich eine der komplexesten Sportarten und es geht vor allem um die koordinativen Fähigkeiten. Die konditionellen sind zwar auch wichtig, aber die koordinativen sind eigentlich die leistungsbestimmenden Faktoren. Und deshalb basiert dieser Test auf 5 Stationen. 4 davon sind allgemein koordinative Fähigkeiten, die abgefragt werden. Und eine Station war dann eben golfspezifisch, wo wirklich Schläge in die Hand genommen wurde und Bälle geschlagen wurde. Allgemeinmotorisch ist einfach Gleichgewichtsfähigkeit wurde abgefragt, Rhythmisierungsfähigkeit, räumliche Orientierungsfähigkeit. Und eine Station war so eine kinästhetische Differenzierungsfähigkeit, wo es darum ging, Bälle in unterschiedliche Sektoren zu werfen, um quasi ein Gefühl für Dosierung zu entwickeln.
und für sozusagen den freien Raum, durch den man später dann auch den Golfball spielen will, damit er am Ende genau auf dem Green landet. Genau, ich hatte mir den Test, den habe ich mal vor einigen Jahren entwickelt und ich habe mir überlegt, welche Faktoren sind ausschlaggebend für den Golfsport und darauf wurde dieser Test dann aufgebaut und basiert auf diesen Faktoren. Mercedes-Benz hat die Aktion unterstützt. Was war Ihre Motivation für die Förderung des Golfsports unter den Jugendlichen in Hamburg? Ja, die Mercedes-Benz-Niederlassung in Hamburg ist sozusagen Gründungsmitglied in der Sponsorenfamilie der Golf Lounge in Hamburg. Infolgedessen sind wir sehr, sehr nah an der Golf Lounge dran und versuchen überall da, wo wir einen besonderen Mehrwert für die Hamburger und auch für die Nachwuchsarbeit sehen, in der allerersten Linie zu stehen. So unterstützen wir einige Segelinitiativen in Hamburg, einige andere Kindersportvereine und als der Herr Merck mit der sensationellen Idee ein spezielles Jugendgolfcamp und die Suche und das Finden eines neuen Nachwuchstalents ins Leben zu rufen, waren wir natürlich sofort bereit, hier im großen Stile als Titelpartner mit einzusteigen. Haben Sie ein paar Spieler betrachten können heute, ein paar Talente gesehen? Ja, definitiv, definitiv. Also vor allem, wenn ich das verglichen habe mit meiner persönlichen Spielstärke, habe ich da leider in Anführungsstrichen einige Talente, die vielleicht 20 Jahre jünger sind, gesehen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Das ist manchmal erschreckend, oder? Wenn man dann so sich selbst betrachtet und dann junge Talente sieht. Naja, ich sag mal, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Aber nein, also ich denke, mit dem heutigen Tag ist die Golf Lounge einen weiteren ganz, ganz wesentlichen Schritt gegangen. Und wir sind sehr, sehr froh, dass wir diesen ersten Schritt auch nennenswert mit unterstützen konnten. Eine Hamburger Institution sozusagen. Definitiv. Und so ist zum Beispiel bei Mercedes auch die Möglichkeit, dass wir irgendwann im Laufe des Jahres die Kinder mal an die Hand nehmen, vielleicht mal in die Werkstatt bei Mercedes mal reinschauen und mal sie in die LKWs mal reinklettern lassen. Und da haben sie auch mal die Möglichkeit, in eine ganz andere Welt mal einzutauchen, außerhalb von dem Golfsport. Und dass wir das ermöglicht bekommen von einem starken Partner, das ist eine super Sache. Und das ist auch so die gesamte Philosophie. Nicht nur rein den Sport sehen, sondern das Ganze drumherum ist einfach ein Mehrwert, den wir da anbieten können. Und das Besondere ist die Langfristigkeit. Das ist nicht jetzt einen Tag, wo was Richtiges passiert, sondern wir versuchen das über das ganze Jahr aufrechtzuerhalten, immer wieder schöne Events nachzuschieben. Und da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir da was Schönes noch zusammenkriegen. Wobei wir an der Stelle natürlich noch klären müssen, ob der Besuch in der LKW-Werkstatt zu einem Cross-Golf-Turnier wird oder ob das dann ein reiner Besuch werden wird. Aber ich denke, da werden wir weiter unsere kreative Planung fortführen. Und auch das wird wieder ein unvergesslicher Tag für die Kinder werden. Also das erste Gespräch war heute schon, ein junger Golfer kam und sagte, was eine schöne C-Klasse, kann man da auch vom Dach abspielen. Und ich bin ganz sicher, dass wir mit Herrn Schmid da eine Lösung finden werden, dort auch mal dieses extravagante Golfen. Also wir werden uns da was einfallen lassen, ganz sicher. Wenn man Greens auf die Dächer klebt, dann kein Glasschiebedach. Es wird eine Lösung geben. Für uns war es ganz wichtig, dass die Spaß hier an der ganzen Sache bekommen haben. Und auch wenn wir sie jetzt nicht casten, wir können nur 30 Kinder nehmen, dass wir ihnen trotzdem hier ein Gefühl gegeben haben. Golf Lounge ist toll, Golf macht richtig Spaß und es könnte ein Sport für mich sein, den ich trainiere. Deswegen haben wir ein Programm auch entwickelt, außerhalb der 30, die wir das ganze Jahr über fördern, eine Junior Academy aufzubauen, wo die Jugendlichen dann regelmäßig bei uns trainieren. So, jetzt vielleicht Timo als Erster, das ist vielleicht am wichtigsten, um mal reinzufühlen. Er hat das in St. Leonhof schon vor einigen Jahren gemacht. Erzähl mal, wie der Test so abläuft, was da die Idee dahinter war. Den Test habe ich vor Jahren in St. Leonhof mal entwickelt, weil wir dort ein sehr großes Schulförderprogramm laufen hatten und immer sehr viele riesen Zulauf von Kindern hatten und irgendwann, wenn nicht immer alle Kinder nehmen konnten, die Golf spielen wollten, deswegen haben wir irgendwann gesagt, wir machen jetzt einen Eingangstest und wählen die besten aus. Es gab zu der Zeit, und bis heute gibt es eigentlich keine objektiven Tests, wie es in den meisten anderen Sportarten gibt. Und Golfen als recht junge Sportart gibt es noch keine Koordinations- oder Konditionstests in dem Sinne. Deswegen habe ich diesen Test entwickelt, Absprachen mit anderen Sportwissenschaftlern und der hat sich über die Jahre jetzt auch immer mehr entwickelt und
so wie der jetzt läuft, ist der auch echt aussagekräftig. Wir haben da jetzt über die Jahre mehrere hundert Kinder mit diesem Test in Sangebot gesichtet und Sangebot ist ja auch so die Nummer 1 im Jugendbereich. Und den haben wir eben jetzt adaptiert und hier in der Golf-Lounge umgesetzt.